My Immortal 5 Plätze hoch auf die 25. Und noch eine bessere Woche hatte allerdings Britney Spears. Die ist 7 Plätze raufgegangen mit Toxic. Und in letzter Zeit konnte man ja so ein bisschen das Gefühl bekommen, Brit würde nie wieder Musik machen wollen, sondern lieber nur noch Schauspielern oder so. Totaler Schwachsinn. Jetzt ist zum Beispiel nämlich durchgesickert, dass sie zusammen mit Beyoncé ein Duett plant. Also da ist noch lange nicht der letzte Ton gesungen. Keine Sorge, jetzt kommt sie erstmal mit Saugknöpfen bewaffnet, wie sie Wände hochsteigt, fliegt, sich die Haare tausendmal umfärbt und so weiter. Auf der 22 bei uns in den News Top 40, Britney Spears mit Toxic. Sorry for 2004. Ruben Studdard hat letztes Jahr das American Idol Casting gewonnen. Der Junge drückt seitdem kräftig auf die Tränendrüsen und steigt mit Sorry 2004 von der 13 auf die 10. Keine Moves bei den Brüdern aus dem Dirty South. Die Yin-Yang Twins und ihre Atlanta Party Posse schütteln weiter auf der neuen, den Salt Shaker. Unglaubliche 27 Wochen dabei und ein runter auf die 8 Nickelback mit Someday. Von seinen Kumpels wird Cassidy nur Da Problem genannt, weil er immer so viel grübelt. Dabei läuft doch alles spitze. Hotel mit R. Kelly steigt von der 8 auf die 7. Das Album hat in den Staaten inzwischen Doppelplatin für 2 Millionen verkaufte Exemplare. Singlemäßig geht's für Alicia Keys leicht bergab. You Don't Know My Name rutscht von der 5 auf die 6. Wäre er kein Rapper geworden, wäre er Schauspieler, sagt Andre 3000 von Outkast. Dabei ist er doch eigentlich beides. Hey ja, fällt von der 3 auf die 5. Noch in diesem Jahr sollen für Beyoncé und Jay-Z die Hochzeitsglocken läuten. Die zukünftige Mrs. Jiggerman steigt schwer verliebt von der 6 auf die 4 mit Me, Myself and I. Nochmal Outkast, Big Boy und Andre 3000 müssen den Charts-Thron endgültig räumen und landen auf der 3 mit The Way You Move. Usher wandt sich schwer nach oben und steigt mit Yeah von der 4 auf die 2. Im März folgt dann das neue Album Confessions. Ich hatte es versprochen und jetzt ist es soweit. Wir haben eine neue Nummer 1. Ein Producer, der ein Abo auf einen Platz in den Top 5 hat. Ein Schauspieler und Comedian, der auf allen Kanälen rauf und runter läuft. Und ein Rapper, der schneller spricht als sein eigener Schatten. Kanye West. Kanye. Er heißt wirklich so. Ich habe nachgefragt und ich habe den Namen auch schon mal irgendwo gehört. Aber gut. Wer ist noch dabei? Jamie Foxx und vor allem Twister. Twister klingt für mich auch irgendwie total lecker, wie irgendwie so eine Krapfenfüllung. Ich habe dann aber das Video gesehen und schaut ihn euch an. Er sieht nicht wirklich aus wie eine Füllung, aber auch nicht lecker, aber so Krapfen kommt er schon ziemlich nah. Auf jeden Fall Schluss damit. Nach 10 Wochen haben sie Outkast von der Spitze gekickt. Das ist natürlich viel wichtiger. Und jetzt kommen sie als die würdigen Nachfolger von der 2 rauf auf die 1. Slow Jams. Das war's von mir. Bis nächste Woche.